es sieht hier schon ziemlich abgerissen aus. Und ich will ehrlich gesagt gar nicht wissen, was passiert, wenn ich da reingehe. Ich nehme am besten schon mal mein Schrotgewehr. Das habe ich schon lange nicht mehr benutzt. So. Ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Nicht irgendwie noch einen Raketenwerfer oder sowas. Wobei. Nee, selbst wenn, wir haben einen. So. Ah, unser Kinskeeper steht wieder da. Oh, Chever. Meinst du wirklich, das war jetzt eine gute Idee? Ich wollte mich ja eigentlich so Assassin's Creed mäßig reinschleichen und du hast alles mal wieder kaputt gemacht. Aber gut, wahrscheinlich hätten wir so ohnehin kämpfen müssen. Ah, TP-Munition, das ist sehr gut. Wo sind die eigentlich alle? Ach, da kommen sie. Oh, da eine Granate, die mich nicht getroffen hat. Was ist, was, der hat eine Schaufel? Du hast eine Schaufel? Idiot. Ich meine, Leute, ernsthaft, warum kämpft ihr mit Schaufeln? Für das, was er aushält, würde man dem einen Raketenwerfer geben, der wäre so richtig imbar. Okay, wenn man dem einen Raketenwerfer geben würde, er würde sich wahrscheinlich damit selber in die Luft jagen. Aber... Wow, Alter, was hältst du aus? Genickbrecher! Na gut, das ist jetzt auch nicht mehr notwendig. Nach was graben die eigentlich? Oder hat er einfach nur so eine Schaufel so zur Zierde, so nach dem Motto... Ey, hier, Ganado 35A, dir gebe ich Maschinengewehr, Ganado 35B, dir gebe ich einen Raketenwerfer... Und Ganado 35C, dir gebe ich eine Schaufel. Beschütze sie mit deinem Leben. Ich weiß es nicht. Ist aber wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Hier sind Gastanks und noch was Schlimmeres. Es ist hier sehr verwinkelt. Ich gehe aber erst nach oben. Allein schon, weil hier ein Fass ist. Mit Geld, ja genau. Hier an der Ölfabrik lagern sie ihr Geld auch in Fässern. Nicht irgendwie in einem riesengroßen Safe oder sowas. Nein, in Fässern. Hier brennt es überall. Ich wette, hier können wir nicht durch. Hier müssen wir erst irgendwas abstellen. Untersuchen! Das Feuer blockiert den Weg. Wir müssen das Gas abdrehen, um hier durchzukommen. Oh, Chris, ernsthaft? Bist du sicher? Möchtest du es nicht erstmal ausprobieren? Nein, möchtest du nicht. Chever will es ausprobieren. Chever, go! Okay. Sie macht es auch noch. Okay, Leute. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Scheiße. Alles klar. Da ist einer. Wie so ein Spinnendödel. Er ist nach unten gegangen. Gut, gehen wir weiter nach oben. Wir müssen wohl Schalter oder Räder oder irgend so einen Kram suchen. Du darfst das fast gerne aufmachen. Chever. Entweder schießen oder öffnen. Nicht beides gleichzeitig. Okay. Töte ihn, Chever! Töte ihn jetzt! Bring ihn um! Yes! Droppt der was? Nö. Schade. Geld! Geld, ja Geld. Geld haben wir noch genug. Mann, was ist das hier für eine schlecht geführte Fabrik? Da liegen Kabel rum. Da liegt Müll rum. Da brennt's. Da brennt's. Da hinten brennt's auch. Okay. Das ist wahrscheinlich für das Feuer, oder? Wie ich recht hatte. Oh Gott. Nein, ich möchte erst sehen, was es hier noch gibt. Da sind noch Fässer. Wie komme ich da hin? Da komme ich hin, indem ich da lang und darüber und darunter und benutze die Seilbahn. Juhu! Bis später, Chever. Ach, genau hier kann man das Feuer bestimmt abstellen. Was? Was? Ach so!
Ach, okay. Man muss nach links und nach rechts. Ich dachte, man müsste jetzt in die Richtung, in die man zudrehen muss. Und da dachte ich zuerst schon, was? Was, soll ich verarschen? Weiß Chris nicht, in welche Richtung man so ein Rad zudreht oder wie ist? Ich meine, ja gut. Ich würde es ihm noch zutrauen. Wobei, nein, Chris ist ja eigentlich ganz cool. Er ist manchmal ein bisschen dödelig, aber eigentlich, ich spiele Chris. Eigentlich bin ich der Dödelige. Hier ist die Tür. Oh nein. Oh, ich wusste, dass sie nochmal kommen. Ich wusste, dass sie nochmal kommen. Nein, du bist du doof, Sheva! Lass doch die Scheißtür! Lass doch die Scheißtür zu! Ja, doch nicht jetzt, wenn ich noch da drinnen bin! Oh oh. Moment mal! Ballistics! Ballistics for the win! Bams! 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 Ich hab die Munition Sheva gegeben. Ich Vollidiot! Sheva, versuch irgendwie zu überleben. Lauf weg oder. Oder. Wo seid ihr denn ganz? Ah, beschützt mich doch jemand! Sheva, tu doch was! Ah. Ja, genau, Genickbrecher! Das ist kein Genick. Jetzt hier! Friss mein Donnerbalken, du Sau! Ah! 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 Ah, na, ah. Oh, wow, das macht mir überhaupt gar nichts aus! Hier haken! Bams! Yes! Die! Schlangenarmband! Dankeschön! Meine Fresse! Wobei, ja gut, sie sind nicht mehr so hart. Sie sind nicht mehr so hart wie der einstige Endgegner. Wollte ich hier noch irgendwas machen? Nein. Ich finde momentan sehr wenige Schätze. Das irritiert mich so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ich vergesse hier alles Mögliche. Aber diese Kettensägen-Typen, ja, sie sind zum Glück nicht mehr... Nicht mehr stark, also. Man bekommt sie gut in den Griff. Hier geht es hoch, hier möchte ich aber nicht hin. Auf jeden Fall noch nicht. Erstmal möchte ich noch ein bisschen in die Gegend erkunden. Diese wirklich schöne Kulisse. Ich weiß nicht, aber das hier finde ich bisher am hässlichsten, diese Fabrik. Natürlich, es gehört damit zu und soll ausdrücken, wie die Welt zugrunde gerichtet wird von Technologie und Bio-Waffen-Tests und keine Ahnung. Aber ich finde die Kulisse halt nicht so hübsch. Okay, hier geht es, hier ist das nächste Rad. Hier müssen wir also sogar hin. Ach, jetzt sind wir wieder da. Irgendwas sagt mir, ich hätte da eben hochgehen sollen. Okay, ich kann es ja immer noch. Ich muss es mir nur merken. Was auch mal so eine Sache ist. Aber ich werde es schon irgendwie merken. Okay, drehen. Ich hab's verstanden. Ich muss beide. Kann man auch zu weit drehen? Ja, Wakubule und Wakukule und... Sag mal, hast du gerade Blendgranate geworfen, Sheva? Bist du dumm? Wobei... Ach so, und eine andere Granate hinterher. Okay, du bist doch nicht so einfallslos. Ist er schon hier oben? Nee, du pass mal da auf. Weißt du was, Kumpel? Boom. Ja, das sah bestimmt gerade cool aus. Ich hab's leider nicht gesehen, aber er ist gut. Ihr habt total wenig Sachen dabei. Ja, mir kann man es auch nicht recht machen. Einmal beschwere ich mich, weil ihr zu viel liegt. Dann beschwere ich mich, weil ihr zu wenig liegt. Dann beschwere ich mich, weil die Kulisse nicht schön genug ist. Dann beschwere ich mich, weil sich Sheva nur dödelig anstellt. Ich beschwere mich eigentlich nur die ganze Zeit. Ihr sollt die positiven Aspekte sehen. Zum Beispiel, dass es hier Säcke mit... Ich kann das nicht lesen. Hemsacknot gibt. Ja, Hemsacknot. Wer kennt es nicht? Das neueste Erfrischungsgetränk. Direkt aus Äthiopien oder Namibia oder so. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Exorzisten. Oh Mann. Das Feuer ist nicht aus. Welches Feuer habe ich jetzt eigentlich abgestellt? Was habe ich jetzt abgestellt? Mal ganz im Ernst.
Ich weiß gerade nicht so wirklich, wo ich hin muss. Okay, von hier bin ich ja gekommen. Gehen wir mal wieder runter und gehen wir mal das andere Stück hoch. Das war hier vorne. Gilt das als Fass oder ist das nur Kulisse? Es ist ein Fass, aber auch Kulisse. Was steht da drauf? Hell? Ach nee, Tri-Cell. Na gut, Hell hätte auch gepasst. Ach, jetzt bin ich auch hier. Oder was ist das hier? Nee, ich bin genau hier. Ich bin auch hier. Ich laufe im Kreis, kann das sein? Ach nee, Moment. Nee, Moment. Nee, das ist ein Fässer, da war ich noch nicht. Okay. Und die Seilbahn kommt wieder. Das ist so fortschrittlich. Aber wie auch immer Shepard auf die andere Seite rüberkommt. Springt sie oder was? Ach ja, genau, da ist noch einer. Moment mal, kommt er hier rüber? Nee, er kommt aber runter. Ja, noch einer. Moment mal, komme ich hier wieder hoch? Ich habe keine Ahnung, ob ich wieder hochkomme. Erstmal plündere ich eine Runde. Boah. Ey, Minen, geile Scheiße. Komm her, Shepard. Ah, genau, hier ist es. Hier ist es. Was? What the fuck is going on? Oh fuck my life, Alter! Der stand ja hinter mir! Scheiße! Ich dachte, er könnte hier nicht hoch! Wow! Sie sind tot! Sie Trottel! Fortsetzen! Oh je, oh je, oh je. Okay, okay, okay. Hm, wenn ich schon mal hier bin. Brauchen wir so viel Heilung? Brauchen wir die Feuergranaten? Die Blendgranate brauchen wir mit Sicherheit. Nee, die will ich nicht entfernen, die will ich einfach nur da reinpacken. So, genau. Dreimal. Nein, wir brauchen es nicht dreimal. Mit Sicherheit nicht. Oder ja gut, doch schon dreimal, aber nicht auf drei Slots. Das gehört dir, das kannst du behalten, kannst du auch behalten, das ist sehr gut. Ich habe so gesehen immer noch vier Angriffswaffen, das ist nicht gut. Ich will den Knüppel aber nicht wegpacken, ich mag meinen Knüppel. Ich finde meinen Knüppel toll, ich will meinen Knüppel behalten. Chris kann auch nicht einfach seinen Knüppel ablegen. Okay, belassen wir es mal, wir sind mal dabei. Okay, wo war der letzte Kontrollpunkt? Moment. 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 Wo bin ich hier? Ey, jetzt sag mir bitte, dass der erste bereits tot ist. Oder noch tot ist. Moment mal, habe ich meinen Schlangenarmreif noch? Wo kann ich das sehen? Das kann ich ja wahrscheinlich nicht sehen. Da ist die... Och nö, oder? Och nö. Oh Gott. Okay, wir wissen, was gleich kommt. Ey, die Waffe ist aber leer geschossen. Der muss bereits tot sein. Erstmal gibst du mir das wieder, Shepard. Shepard, du nimmst mal... Nimm die Brandgranate. Du kannst damit wahrscheinlich ohnehin besser umgehen. Gib mir die Ballistik wieder. Sehr schön. Und zap, flap, 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 zap. Aber demnach müsste ich hier doch gar nicht hin, oder? Und jetzt sagt mir, dass der Typ noch tot ist. Offen.
Och, danke schön. Das wurde gespeichert, ein Glück. Und dann ist das ja auch gespeichert. Ja, oh, ein Glück. Ich dachte, ich könnte den ganzen Dreck normal machen. Meine Fresse, da hätte ich ja immer sowas von überhaupt gar keinen Bock drauf gehabt. Aber nein. Genau, dann hier hoch. Und dann bin ich... Ach, wo bin ich dann langgelaufen? Hier wahrscheinlich nicht. Och, Stefan, du bist zu doof manchmal. Das kann doch nicht sein. Moment. Moment. Ja, genau, da war ich eben. Wie komme ich da hin? Seilbahn ist dort. Ey, da komme ich aber nicht hin. Ich habe das Ding noch zugedreht. Oh Mann, Shepard, du bist... Ah, Alter! Hör auf, so dumm zu sein, ohne Witz. Ich stell dich gleich aus. Hier oben war ein Rad. Das habe ich noch nicht, oder? Ja, siehste. Ah, ja, genau. Ja, genau. Wokubule und Wokukule und alles Mögliche. Bams. Oh, mit seiner Rohrzange. Ihn finde ich auch cool. Und ihn hier mit seiner Partisane. Unser Rohrzangenkönig. Okay, da oben war noch einer. Ich hab's wieder vergessen. Tot, tot, auch tot. Sehr viel tot. Alles tot. Wunderbar tot. Das kannst du eigentlich in den Kaffee dafür gar nicht. Das ging zum Glück schnell. Wieder hoch. Das ist auch deins. Komm, beweg dich mal hier hoch. Clever, lauf hin. Ja. Und benutze öfter mal deine Waffen. Also auch deine anderen Waffen und nicht immer nur ein und dieselbe. Das ist so ein bisschen lame. So. Oh, 1000 Jahre später. Danke. Ah ja, da kommt wieder unser Kettensägen-Sackgesicht. Aber mittlerweile, ich kann mir sogar... Ja, noch einer. Mittlerweile, ich kann mir sogar erklären, warum er einen Sack über dem Kopf trägt. Anhand dem, wie dumm diese Zombies hier sind, hat er sich mit Sicherheit schon einige Male selber ins Gesicht gesägt. Aber wie kommt er da hoch? Wie kam er da hoch? Ach, er kann da hochspringen, natürlich kann er das. Ah, nein, ich will nicht schon wieder sterben, verdammte... Ich will nicht schon wieder sterben. Nein, 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 das will ich nicht. Alter, Mann, warum hältst du so viel aus, du Arschloch? Hier, ja, Bams. Ah, das war doof, glaube ich. Nein, nein, nein. Alter, Mann, auf so kurzer Distanz, das ist doch doof. Jetzt, stirb. Ah. Nein, hör doch auf herum zu dödeln. Aber wo ist Shepard eigentlich schon wieder? Scheiße. Kannst du nicht mal für einen kurzen Moment Pause machen? Ungefähr so jetzt, genau. Danke. Zap, zap. Kumpel. Kumpel? Was? Stefan, du regelst das schon. Bis gleich. So. Wo ist Stefan? Ey, ich würde jetzt nur ungern hier runtergehen, aber ich würde genauso ungern am Rad drehen. Stefan! Alter, was tust du da? Habe ich eine Waffe dafür? Einfach TMP und sinnlos drauf. Ja. Ich treffe auch so viel. Ach, hör auf, im Kreis zu laufen, du Idiot. Ach, wisst ihr was? Leck mich. Ach, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du mich eben gecovert hast. Nein! Hör auf zu labern! Oh! Alter! Das ist nicht lustig, ey. Das ist nicht lustig. Das ist das Gegenteil von lustig. Das ist Arschloch.
Arschloch ist das Gegenteil von lustig. Sein kleiner hässlicher Bruder. Meine Fresse. Wow, mir geht langsam echt krasse Munition aus. Aber zum Glück kann ich hier jetzt wieder runter. So, Kumpel. Kumpel, aufs Maul! Aufs Maul! Aufs... Stirb, du Mistvieh! Arschloch! Meine Fresse! Gib mir dein Schlangenarmband. Ich hoffe, das ist viel wert. Zumindest mehr als die Munition, die ich die ganze Zeit verdaddelt habe. Wir haben eine Mine. Shepard hat eine Mine. Oh, wow. Okay, okay, okay. Jetzt können wir theoretisch hier lang. So. Ah, natürlich ist Vokubule auch wieder da. Ah, Vokubule kriegt... Vokubule kriegt meinen Stab in die Schnauze. Oh, Vokubule hat Bumm. Vokubule hat Bumm. Vokubule hat ganz viel Bumm. Vokubule besteht aus Bumm. Vokubule macht Bumm. Moment mal, ich habe genauso Bumm. Ah, es lohnt ja schon wieder nicht mehr. Was zum? Alter, sag mal, wo kriegst du die ganz hin, Shepard? Oh, Munition, wie geil. Oh, unendlich Munition. Das ist zwar kein gutes Zeichen. Meist bedeutet es nichts Gutes, aber... Ja, warte mal. Warte mal. Haben wir jetzt alles? Kurzen Blick über die Karte werfen. Sehe ich hier noch Fässer? Koffer? Dödelfritzen? Nein, mittlerweile, wir haben auch die gesamte Anlage lahmgelegt. Okay. Alles klar, würde ich sagen, gehen wir weiter. Ach, doch, hier ist noch Fässer. Schön. Ich finde es nicht schön, wenn ich so viel Munition in den Arsch gesteckt bekomme. Boah, Shepard, ich glaube, ich habe noch was aus dir gehört. Hier. Thanks, Partner. Und du hast was aus mir gehört. I need ammo. Use this. Dankeschön. Moment mal. Wenn hier nachts ein Speicherpunkt kommt, könnte ich theoretisch wieder in den Shop. Ich lade mal nicht nach, ansonsten könnte ich mir nämlich gleich schön 140 Kugeln, ja so gesehen, kaufen. Zupp.